in Ostdeutschland gespielt und da waren wir eine Woche da unterwegs und mussten sonntags nach Hause fahren. Und dann sind wir in der Nacht halt durchgefahren und das war jetzt natürlich lang. Der letzte Auftritt war, glaube ich, in Erfurt. Oh, sehr hoch. Und der kann halt so sächsisch reden. Und ihr glaubt es, der redet so. Aber drei Tage da unterwegs. Was willst du machen? Kriegst du nicht mal reich? Das geht. Ja, und das war die Härte, weil erstmal redet der Thomas gerne und viel. Und zweitens war das auch noch so, dass der die ganze Fahrt, weil die ganze Rückfahrt, sächsisch geredet hat. Und dann waren wir natürlich irgendwann so dermaßen drauf, dass ich dann, als wir sozusagen in Sürth waren, das war so Ecke, Forst Botanischer Garten, habe ich dann gesagt, weißt du was, Jungs, was jetzt total geil wäre, wenn wir in eine Polizeikontrolle kommen würden. Das hat er nicht gesagt, der war rot angelaufen, hat nach Luft geschnappt, der war fertig vor Lachen. Dann habe ich stellt euch das mal vor. Und dann hat, ist aber nichts passiert. Er hat mich dann in Rodenkirchen ausgelassen und die anderen auch. Da war nur noch der Markus im Auto. Und dann sind die beiden weitergefahren. Ob es glaubt oder der nicht. Der musste noch nach Ehrenfeld. Der musste noch nach Ehrenfeld. Ob es glaubt oder nicht, nach einem Kilometer Kelle. Warum ich das sage, ist, ich habe dann immer so mir vorgestellt, als ich gesagt habe, wenn wir jetzt in eine Polizeikontrolle kommen, musst du aber so weiterreden. Dann haben die dann am nächsten Tag mir beide erzählt, die sind echt angehalten worden. Und ihr habt das glaubt oder nicht? Hinterm Cinedom. Und der hat das original durchgezogen. Jetzt ist euch die Situation so vorstellen: Kelle, Fenster runter, zeig sie mal lieber. Und dann hat er redet der so. Nein, der Wachmeister, es ist ein bisschen kalt und Eisen. Im Ernst? Der Mann, ja, haben Sie was getrunken? Ich hab gesagt, wieso muss man das jetzt? Da kommst du nicht mit Öffeisen, ja. Ja, und der Markus neben mir, dem ging es ähnlich wie dem Klaus vorher, bei dem Gedanken, dass das passieren könnte. Und ich habe da einfach so beigehalten, ich kann ja reden, nicht will. Sondern, Quartiere, muss ich auch, können wir ja hier unter Bord. Da habe ich ihm die reingereicht und dann sah der in meinem Personalausweis und da war ich schon nass vor Geld. Aber da guckt er, na nö, da kommt schon aus Köln. Wir machen mich so einen Bus, wo wir immer mitfahren. Und, was machen Sie hier? Ja, klar ist welche Häuser bei Wort auf Östtour. Ja, im Ernst. Also der hat dann irgendwann gesagt, nee, ich komme aus Köln, ohne Quatsch, aber ich werde es nicht mehr los. Das war sehr lustig und dann hat der Markus hat nur gestammelt neben mir. Das können wir dem Klaus mal nicht erzählen. Ich bin kaputt. Das haben Sie mir erzählt, der ist nicht kaputt gegangen, der sitzt da. Aber das war sehr lustig. Wir kriegen auch schon mal ein bisschen Spaß unterwegs. Ja. Das ist ohne Quatsch. Ich glaube, wenn wir 10 Jahre auf Tour sind, lassen wir mit der Musik sein und machen Kabarettprogramm. Wenn nichts mehr geht, ne? Wenn die Alten mit denen die Musik nicht mehr hören wollen, dann. Jetzt ist es für mich aber schwer, wieder eine Überleitung zu finden. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Und zwar, wenn ich mich morgens rasiere, erwähnte ich ja schon, dann habe ich natürlich wie jeder moderne Mensch heutzutage einen iPod und der hat eine super Funktion, nämlich zufällige Wiedergabe. Und dann habe ich ja ungefähr gefühlte 13 Millionen Alben ungefähr auf dem Ding. Und da kommt dann ab und zu mal eine Nummer, die kenne ich überhaupt nicht. Also die habe ich mir zwar mal gekauft, aber ich meine, die ganzen Titel kann man ja auch gar nicht alle behalten. Und da war auch ein Stück mal dabei, das war von Fleetwood Mac. Und zwar so eine alte BBC-Aufnahme. Habe ich nicht sofort erkannt, muss ich zugeben. Und da habe ich mir gedacht, so eine Musik müsste man eigentlich mal wieder machen, weil sowas hört man nicht mehr im Radio, so eine Musik gibt es auch eigentlich überhaupt nicht mehr. Die sowieso, die Musik, mit der wir groß geworden sind, definitiv ausstirbt. Also das ist so, die hört man nicht mehr im Radio. Wenn jemand einen Sender kennt, sagt dann uns bitte, wir sind dankbar. Das ist gar nicht so traurig gemeint, das ist so. Die alten Künstler, die ich eben erwähnt habe, die jetzt alle über 70 sind, machen keine Alben mehr. Und so eine Musik, mit der ich groß geworden bin, gibt es einfach nicht mehr. Es sei denn, ihr kommt zu uns. Und deswegen habe ich gedacht, komponiere ich mal ein Stück so im Stile von Fleetwood Mac, von den Alten. Da habe ich das auch versucht, habe ich aber nicht geschafft. Aber was gut war an der Sache, war, dass ein sehr schönes Stück rausgekommen ist. Und warum ich das erzähle, das werdet ihr gleich erkennen. Man muss sich auch immer inspirieren lassen, wenn man was schreiben will. Und die Inspiration für diese Nummer, das Stück heißt Better World, die hatte ich von so einem ganz alten Fleetwood Mac-Lied. Und das klingt dann, wenn ich es interpretieren würde, so. Obwohl, ich habe das ja gar nicht interpretiert, das hat er selber geschrieben. Naja, also, was soll ich jetzt sagen? Ich habe mich halt inspirieren lassen. In a better world.
walking on